Willkommen zurück zum Gay Station Simulator. Was ist unser nächstes Ziel? Ja, ganz einfach. Wir brauchen 5000 Dollar, um unseren Onkel zu bezahlen. Unseren sogenannten Onkel. Das Problem dabei ist nur, wir müssen natürlich auch ein bisschen Geld in der Hinterhand behalten. Also wir können nicht einfach 5000 ausgeben. Neue E-Mail. Lagerhaustor, Werkstatt, Kunde. Okay. Was kommt denn hier alles? Kraftstoff ist auch niedrig. Das bedeutet, wir machen auf. Haben wir den Kraftstoff bestellt? Ich weiß es gar nicht mehr. Das muss irgendwie auch größer gehen. Aber okay, schauen wir dann. So, Kraftstoff ist bestellt. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt noch gekauft haben. Auf jeden Fall eine Menge Stuff. So, dann kannst du bitte die Biege machen. Kraftstoff ist bestellt. Jetzt, oh, wir haben sogar die 5000 voll. Aber wie gesagt, wir brauchen mindestens ein Tausender in Rückhand. Ah ja, guck mal, sie ist in der Kasse und er ist in der Reparatur. Deswegen machen wir so viel Kohle. Dreimal an der Kraftstoffsäule noch. Okay, ich komme. Reicht das denn noch? Oh ja. So, ist der Tank schon da? Wo ist der Tanklaster? Ist der schon da? Kraftstoffsäule niedrig? Nee. Ja, Entschuldigung. Ich überlege gerade, ob wir bestellt haben. Noch gerade bestellt. Wir haben nur noch 30. Oh. Das wird eng. So, mehr habe ich nicht. Mehr habe ich dann nicht. Dann machen wir nochmal sauber. Ey, ernsthaft, warum die Menschen immer ihren Mist überall hinlegen müssen? So. Okay. Na, jetzt ist es schwarz, beim letzten Mal war es noch weiß. Kriegen es aber auch nicht weg, ne? Also egal, was wir machen. Ich bin mir sicher, dass wir Kraftstoff... Nochmal. Nehmen wir mal den Rechner ran. Wir haben noch Kraftstoff bestellt, oder nicht? Nein, hatten wir nicht. Meine Güte. Dann gehen wir Angestellte. Du kannst sprechen. Aufgabenliste. Leg eine Pause ein. Sprechen. Und wir bezahlen sie. 100 hat er die gekostet. Halleluja. Ja, du kannst eine Pause machen und ich mache die Kasse. Bis der Kraftstoff nämlich da ist. Ich glaube, ich muss noch Zeug einräumen, ne? Fällt mir gerade so ein. Ah, und hier, wir haben ja alles vergrößert. Stimmt, ja. Wir sind ja aufgestiegen, Level 5. Und... Wow. So, das bedeutet für mich, ich muss auch malern. Ah, weiß ist okay. Stimmt, wenn in der Werkstatt natürlich jemand ist, muss ich mal gucken. Wow, was ist das denn? Ach ja, stimmt, da steht ja das Regal. Das ist aber dann auch nett. So, dann machen wir jetzt Kraftstoff. Ja, sollte da sein. Hoffe ich doch mal. Gerade angekommen. Perfekt. So, Kraftstoff. Warum müssen die Leute immer ihre Bananen und so weiter hinlegen? So, Kasse. Machen wir schnell die Kasse. Sagt, sie soll sich ausruhen. Er kann erstmal, wie gesagt, wir brauchen einen Tausender mindestens im Plus.
damit wir ein wenig. Ach, Mann. Es tut mir leid. No, 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 no. Nee, dich fülle ich noch nicht auf. Okay, Brillen haben wir keine mehr. Trinken haben wir auch nie. Was haben wir denn bestellt? Okay. Okay. Alkohol ist sogar über. Hm. Ups, keine Pause drücken, keine Pause drücken. Mann, es wird dreckig. Und voll. Er ist schon ein Vorteil, wenn sie an der Kasse arbeitet, ne? Man schafft einfach mal Sachen. Jo. Können wir schnell die Kraftstoffsäule machen? Wir haben ja gerade erst frisch bestellt gehabt. Oh, warum komme ich hier nicht durch? Muss ich doch betanken. So, das wäre das. Sekunde. Wie viel Müll die produzieren, das ist Wahnsinn. Ich überlege gerade, wie ich es umbaue. Nein! Och Mann! Ja, Entschuldigung, dass ich dir wieder was geschenkt habe. Ihr seid solch. Oh Mann. Ich komme gar nicht hinterher. Wie gesagt, wir brauchen. Also ein Tausender möchte ich im Voraus haben. So dass man sagen kann, wirklich. Jo, passt. Zeitung haben wir auf jeden Fall noch. Und Alkohol haben wir. Der ist nämlich auch fast voll. So. Na komm schon. Hä? Da wir immer noch nicht über 6K sind. Ah, ich muss noch mal was gucken. Angestellter sprechen. Aufgabenliste. Legepause einsprechen. Bezahlung. Puh, teuer. Gut, dafür hat er mir die Werkstatt abgenommen. Muss man einfach mal so sagen. Und die Werkstatt hat gut Kohle gegeben. Ah. Da hat aber jemand ganz schön Lust auf Alkohol. Also da macht jemand eine schöne Party. Müll ist voll. Jupp. Ah, von außen muss ich ja auch noch malern.
So, Angestellte sprechen, Aufgabenliste. Bediene bitte an der Kasse. Danke. Und du. Perfekt. Dann du. Sehr schön. Es tut mir leid. So, wir haben 6000. Ich würde aber vorsichtshalber noch die Werkstatt schnell machen. Kasse wird gemacht, das ist gut. Wer hupt denn hier? So, was haben wir denn hier? Zwei Reifen und eine Tür. Okay, die Reifen sind ja fast alle. Genau das ist der Grund, warum wir Geld eigentlich gut in der Hinterhand haben müssten. So. Reifen Nummer 1. Reifen. Na komm schon. Na komm, geh auf. Was für eine neue E-Mail? Kann ich auch noch gucken. Okay. Halt. Natürlich nehmen wir euch gleich mit. Und Tür, ne? Ja. Ah, davon haben wir zum Beispiel noch ein bisschen. Da hat man nämlich vorgesorgt. Aber Reifen gehen halt immer. Das ist halt das eine Problem. Aber... wir haben jetzt 6-3, das bedeutet, wir haben 1000. Perfekt, Partybus und meine Leute, sehr schön, das gefällt mir. So, wir telefonieren kurz. Aufgabe erledigt. The Dust Bowl, Errungenschaft. Okay, oh, da müssen wir aber noch ganz schön was machen. Aha. Hey, punk! This place you've got here is amazing! And you've got all the money? Great! That's mighty kind of you! Best of luck, and hope I want to have the comeback here all angry and everything. Forget to tell you, boss left you a little something should help you with the little twerp. Go check out your parking area. Peace! Okay. What the hell? Alle Kunden sind weg? Da kam doch gerade ein Partybus. Angestellte sprechen. Aufgabenliste. Legt eine Pause ein. Sprechen. Sprechen. Bezahlung. Hä? Okay, wir hätten vielleicht erstmal den Partybus abwarten sollen. Wäre vielleicht etwas besser gewesen. Du sollst eigentlich Pause machen. Angestellte sprechen. Aufgabenliste. Leg eine Pause ein. Sprechen. Bezahlung. Sorry. Ah, jetzt kommen wieder Autos. Okay. Aber der Partybus ist weg. Nee. Was wollte ich denn jetzt gucken? Also erstmal gucken wir noch nach Kraftstoff. Kraftstoff bringt uns immer viel. Und wir bestellen. Ups, Entschuldigung, Pause. Denn da ist schon, da kommen schon zwei an die Kraftstoffsäule. Okay. Kraftstoff bedeutet immer gut Kohle. Schnell und effektiv Geld, sagen wir es mal so. Oh, der will 4. Nice. Sehr gut. Aber wir haben jetzt keine Aufgabenliste mehr, ne? Jetzt müssen wir gucken. Neue E-Mail. Schau mal. Neue E-Mail.
Ein großer Gefallen. Das war's. Viel Glück. Herzlichen Glückwunsch, mein lieber Neffe. Mit dieser Überweisung sind deine Schulden getilgt. Wir sind quitt. Und wie ich sehe, hast du eine Tankstelle in der Stadt. Blablabla. Okay. Kann jeder. Okay, okay. Heißt das, wir sind jetzt fertig? Also kann das wirklich sein, dass wir jetzt so gesehen eigentlich mit unserer Tanke fertig sind? So würde ich das zumindest jetzt im ersten Moment ein... Also wir könnten jetzt weitermachen und könnten sagen, hier noch dies und jenes. Aber wir sind durch. Wir könnten sie noch ausbauen, ne? Lieferungen, Produkte, Müllabfuhr, Autoteile, nein. Einrichtungen, Regale, also Teddybärengepäck und Spielzeug könnten wir noch kaufen. Deko könnten wir kaufen. Haben wir alles gekauft? Zumindest das erste. Oh, hier könnten wir noch kaufen. Was ist das denn? Seite der Tankstelle. Es fehlt eine Stange und der Hocker steht irgendwie in freien. Aber wenn man stark genug blinzelt, aha. Okay. Also wir könnten jetzt natürlich hier noch ein Dutz kaufen ohne Ende. Was noch? Auch hier das gleiche. Dieser Aufwand stammt aus einer berühmten Auktion. Honigbeckgelbing. Okay. Also wir könnten jetzt unsere Tankstelle noch verschönern. Und zwar nicht zu knapp. Aber das ist nicht das, was ich... Ja. Also, lass mal sie überlegen, mal sprechen. Aufgabenliste, Kasse bitte. Sprechen. Werkstatt, jemand? Nein. Kraftstofflieferung, ja, sehr schön. Hi, hi. Wir könnten jetzt also malern, wir könnten vergrößern. Hier Müll einsammeln. Hallo? Warum geht das nicht? Den Müll kriege ich gar nicht weg, okay. Okay. Da stellt sich mir jetzt die Frage, ob wir jetzt wirklich noch weitermachen. Also ich würde sagen, wir müssen noch mal gucken. Wir können ja rein technisch gesehen, müssen wir ja auch die Werkstatt vergrößern können. Wir können noch mal gucken, ob wir irgendwie den Tank vergrößern können, weil wir können ja bis zu 500 Liter bestellen. Aber das geht ja nicht, wenn die Tanke so, also, ne? Wenn der nicht alle zu klein ist. Dann könnt ihr gucken noch mal. Hier, Workshop. Mehr Infos. Den könnt... Ah, okay, hier könnten wir die... zurück. Warehouse? Nee, doch hier, Warehouse. Was ist das? Das ist das, was wir drin haben. Und hier könnten wir das Warehouse erhöhen. Okay, haben wir jetzt noch das Warehouse mal erhöht. Einfach mal, um zu gucken. Okay, das bedeutet... Wie viel könnten wir denn jetzt... Das hätte ich schon die ganze Zeit machen können. Und so teuer, es geht. 350, das ist dann natürlich mal eine ganz andere Hausnummer, ne? Okay, das bedeutet, das war... Die Gas Station. Das hier müssen wir aber irgendwie erhöhen können. Ach, durch das Warehouse können wir jetzt auch mehr Kraftstoff? Nee, oder? Gucken wir. Lieferung, Kraftstoff. Okay. So ist das also. Das muss man doch erstmal wissen. Wenn das Warehouse erhöht wird, können wir auch mehr Kraftstoff. Oh Mann. Auf die Idee muss man doch erstmal kommen, dass das so läuft. Okay, das bedeutet Warehouse upgraden, mehr Kraftstoff. Ja.
So, dann können wir nämlich jetzt hier mal ihr nochmal sagen, sprechen, Aufgabenliste. Du kannst kurz nochmal eine Pause einlegen. Dann... Nee, weil das erklärt dann natürlich einiges. Na? Jo. Okay, das ist wirklich dann mehr als genug Erläuterung dafür. Okay, das, was ich falsch gemacht habe. Das Warehouse hätte ich erhöhen sollen. Die Workstation kann ich noch erhöhen. Na klar, umso höher das hier ist, umso mehr kann ich natürlich dann haben. Aber das würde ich so jetzt natürlich erst machen, wenn ich auch Geld habe. Das kommt ja auch nochmal dazu. Dass man hier gut Geld haben sollte. Hier Auto reparieren. So, wir brauchen noch Lieferung, Produkte, Snacks. Alles ist im Angebot, dann kaufen wir von allem einmal. Ah, wir könnten, glaube ich, noch Autopflegeteile gebrauchen. Ich würde sagen, einmal dich, einmal dich, einmal dich und einmal dich. Brillen haben wir gar keine mehr, da würde ich aber die hier nehmen. Und dann haben wir richtig wenig Geld. 500 nur noch. Das sagt eine Menge aus. Oh, Zigaretten sollte ich vielleicht doch nochmal gucken. Wie viele das sind. Zigaretten bräuchten wir auch. Hier, jetzt sind da 300 Liter. Das ist doch natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Damit kann man dann auch über eine längere Dosis, also umso höher das Warehouse ist, dann kann man wirklich billig einkaufen und längere Phasen, wo es teuer ist, auch natürlich überstehen. Natürlich. Ah, das hat manchmal noch so rumbackt, finde ich. Ne? Ist ein bisschen doof, aber ist halt so. So, noch sind es nicht zu viele. Zwei an der Kasse gerade. Have a nice day. Ja, du auch. Oh, jetzt sind wir vier Kunden. Ne, vier Kunden will ich nicht bedienen. Angestellte sprechen. Aufgabenliste. Du machst doch schon Pause. Aufgabenliste. Kasse. Sprechen. Aufgabenliste. Leg eine Pause ein. Sprechen. Bezahlung. So. How much do I owe you? Toilette war aber noch dreckig, hatte ich gehört. Ja, das geht doch alles noch. Hupi, hupi, bupi. Ja. Eine Großlieferung. Sehr schön. Angestellter sprechen. Aufgabenliste. Nein. Sprechen. Aufgabenliste. Sprechen, Aufgabenliste. Okay. Dann hoffe ich mal, dass er wirklich reparieren geht. Ah, perfekt. Siehst du? Ein Regal mehr. Sehr schön. Dann fahren, dann können wir auch Kraftstoff machen. Und schon haben wir wieder über 1000er. Aber... Wir dürfen immer nicht vergessen, das könnte, dass das Geld schnell wieder weg ist, wenn wir bestellen. Ja, also, so repariert ist, das bedeutet, er macht wieder eine Pause.
Angestellter sprechen, bezahlen, sprechen, Aufgabenliste, bediene Kasse, sprechen, zurück, Aufgabe, sprechen, Aufgabenliste, leg eine Pause ein, sprechen, dich bezahlen wir erstmal. Sehr schön. Kann es sein, dass sie jetzt auch mehr Sprit verlangen? Oder täuscht das jetzt einfach nur? Awesome. Danke, danke, danke. Aber es wird definitiv mehr. Das merkt man. Und zwar um einiges. Ich komme ja kaum selber hinterher. Ja, mit Saubermachen und dem Ganzen. Ach man, Leute. Hier. Frage ist... Nur, okay, wir sind fertig. Oh, wir sollen 10 Autos verbleibend knacken. Okay. Dafür verbleiben uns noch nicht mal 4 Minuten. Das und dann auch noch Meister. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Perfekt. Also kann man natürlich auch ein bisschen Geld wieder verdienen. Wenn man kein Geld hat und ein Sandsturm kommt auf. Ich kann dich nicht berauben. Sehr gut. Perfekt. Es läuft doch. Guck mal, ich soll sogar jetzt reparieren. Nee, also erstmal noch 2 Autos würde ich jetzt noch knacken wollen. Sehr schön. Dann haben wir nämlich die Quest geschafft. Nein. Dann, boah, Meisterauto. Okay, haben wir auch. Ich überlege gerade, können wir sogar noch einen Parkplatz kaufen? Mir war so... Kasse ist gerade. Dann können wir rein technisch gesehen. I'm not gonna pay a dime for this. Was? Hallo? Sorry, ich bin einen Tick zu spät gekommen. Sprechen, Aufgabenlevel, leg eine Pause ein. Bezahlung. Okay. Also, wir müssen erstmal einsortieren und dann. Was ist denn jetzt los? Machen Abgang.
So, der fährt. Wir müssen also wieder baggern. So. Ich will... Nein. 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 Hier. Placen wir noch alle Brillen. Okay. Okay. Okay, damit haben wir natürlich noch ein bisschen jetzt in der Hinterhand. Das ist sehr gut. Angestellte, sprechen, Aufgabenliste, Kasse. Müll ist voll. Ew. Wir sind aber immer noch auf Level 7. So, Kraftstoffsäule. Dann bestellen wir direkt mal Kraftstoff gleich. Was ich jetzt nicht ganz verstehe, sollen wir das reparieren oder müssen das die reparieren? So, wir müssen... Wo ist eigentlich unser Bagger hin? Wo ist unser Bagger hin? Bagger fahren? Ich will Bagger fahren. Ich muss Bagger fahren. Aber wo ist unser Bagger hin? Der Bagger ist weg. Ist ja geil. Na gut. Dann hören wir... für heute auf.